Hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin jetzt das zweite Mal schon hier. Ich habe beim ersten Mal nur Bilder gemacht. Und zwar sind wir an einem verlassenen Bergwerk. Das Bergwerk ist echt cool und sehenswert. Und haben wir gedacht, wir zeigen euch das mal. Heute ist leider nur der Anthony dabei. Christian ist familiär unterwegs. Aber wir beginnen das Video und sehen uns jetzt mal an. Es wird auf jeden Fall spannend. Bis gleich. So, und da gehen wir jetzt mal auf die Suche nach dem Eingang. Hier gibt es einen Unter- und einen Oberstollen. Ich würde sagen, wenn wir gerade unten sind, fangen wir unten an und schauen uns mal ein bisschen hier um. Vorne ist auch irgendwas noch. So, da hinten in der Ecke, da ist schon mal ein Eingang. Da mache ich schon mal meine Taschenlampe fertig. Und dann gehen wir mal da rein. So, also, das ist der untere Stollen. Wir schauen uns jetzt mal alles an. Gerade noch einen Kumpel getroffen, der hat gesagt, das Wasser ist sehr hoch. Das heißt, so weit wie wir kommen, laufen wir auf jeden Fall. Ach, das ist ja ganz kleiner, guck mal. Der gehört gar nicht dazu. Der ist noch nicht fertig ausgebrochen. Nö, aber da gibt es auf jeden Fall noch was anderes. Da gehen wir mal weiter. Aber das sieht aus wie eingebrochen hier. Da kommt Wasser durch, siehst du es? Da hinten in der Ecke. Hier macht seine Bildchen. Leute, hier ist aber wirklich sehr viel Wasser. Seht ihr das? Wir müssen jetzt gucken, dass wir da irgendwie langkommen. Du hast die Schuhe entschieden. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht weitergehe. Es geht, die Arbeitsschuhe sind gut. So, schauen wir mal hier lang. Ja, aber es sieht halt auch total so aus, als wenn das hier alles schon gekommen ist. Wenn du mal hier runter guckst. Was machst du eigentlich? Es geht, also bis jetzt ist kein Wasser durchgekommen. Wir können natürlich weiter, aber guck mal. So, wir schauen uns mal, guck mal Leute, das sieht so aus, als wenn das schon runtergekommen ist hier, dass das hier ab und zu mal bröselt. Ich meine, das möchte ich jetzt nicht haben, dass mir das auf den Kopf fällt. Das wäre nicht so schön. Aber wollen wir weiter oder nicht? Was sagst du? Ja, okay. Aber beim ersten Brecher hier bin ich sofort raus. Ah, hier geht's weiter, hier hinten. Seht ihr das? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Traurig, überall Bierflaschen. So, also hier geht es ein Stück weiter und hier geht es auf jeden Fall runter. Da gehen wir mal lang. Ich weiß, dass oben der obere Stollen mega wird, aber der hier ist auch cool. Dann geht es hier hinten um die Ecke rum. Hier sieht man noch das alte Schien. Ja, ja, das Schienensystem. Ja, geht's hier noch. Ich habe gedacht, das geht jetzt nicht so weit runter. Aber okay. Ja, überall sind solche Nischen hier. Da ist auch schon was runtergekommen. Also nach meinen Informationen soll dieses Bergwerk ja auch verschlossen werden. Dieses Jahr noch. Da war es das eh für das Bergwerk. Deshalb bin ich froh, dass wir nochmal rein können. Oh Alter, hier geht es aber weit runter. Ach du meine Fresse. Da hinten waren wir gar nicht letztes Mal. Hier sieht man noch Elektrik. Da leuchte ich jetzt mal mit der Tunnel drunter. Siehst du es da hinten? Geht's weiter oder geht's nicht weiter? Sieht nicht so aus, gell? Oder?
Wir können mal Rinder laufen, komm. Hier ging es auf jeden Fall Rinder, auch mit dem Schienensystem. Hier oben geht es auch noch hin. Also hier war ich letztes Mal nicht. Das ist mir neu. Okay, es geht doch ein Stück weiter Rinder noch. Und hier hinter waren wir nicht. Krass. Komm, ich geh mal da lang. Hier war ich noch nicht. Wir sind damals nur schnell hier durch, so wie es anschaut. Das könnte sein, dass das Zündschnurren sind, genau. Krass. Ja, jetzt haben wir wieder das Problem. Christian ist nicht dabei. Das heißt quasi, mir wurde gerade gesagt, Hauptsache du merkst den Weg. Und ich sagte, nein. Ja, gut. Da waren sie wieder, unsere Probleme. Aber es scheint ja immer weiter zu gehen hier. Irre. Das ist es eben, genau. Richtig, du hast recht. Was wolltest du jetzt machen? Hier Rinder oder was? So Leute, das war der erste Stollen, den wir jetzt erkundet haben. Wir gehen jetzt, das war quasi der Unterstollen. Und jetzt gehen wir mal zu den Oberstollen. Und der soll noch viel geiler sein. So richtig wohl ist es uns hier nicht. Ja, wir sind auch, also für alle, die sehen und Ahnung haben, wir haben keine Helme auf. Ja, wissen wir. Wir sind spontan hier, wir haben auch keine Gummistiefel mit, das wissen wir auch. Und das war eigentlich der größte Fehler, zumindest am Anfang des Stollens. Genau. Aber wir gehen trotzdem mal rein. Ich habe gute Arbeitsschuhe an, die sind wasserdicht. Bis gleich. So, wir gehen jetzt mal hier den Berg hoch und auf jeden Fall weiß ich, dass da oben dann auch der zweite Eingang ist. Und da sieht man halt ein bisschen mehr. Aber es ist ja so auch ganz interessant, finde ich, hoffe ich für euch. Komm. Komm. Oh. Ja. Sind wir beide zu fett, sorry. Haben es gleich geschafft.
Also, du hast da sämtliche Schweißtropfen drauf. Sagen, schade, Christian, dass du nicht dabei bist. Ja, cool. Aber wir fahren nochmal hierher. Ich glaube, wir haben es geschafft. Hier sind wir richtig. Also ich weiß, hier unten um die Ecke ist der zweite Eingang. Tut mir leid, dass ich so pumpe und japse. Es ist halt nur mal so. Es ist sehr anstrengend. So, Freunde, das ist der zweite Eingang. Da hinten ist er. Und da gehen wir jetzt auch mal rein und schauen mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ist schon ein bisschen her, wie gesagt. Wird aber cool, denke ich mal. Und jetzt ist schon wieder nass. Anthony hat sich verletzt. Machen wir ein Taschentuch drum. Okay, das ist mir auch komplett neu hier. Hier hinten ist noch eine Tür. Schauen wir auch mal rein. Ja, hier ist noch so ein Schaltgerät, Betriebsanweisung, Batterie anschließen, Netzspannung, VWW Elektroprojekt Berlin. Wo geht's denn da hin? Keine Ahnung. Oh Leute. Da geht es auf jeden Fall extrem weit runter. Was wir hier noch haben, ist auf jeden Fall so eine zerlegte Lok, die hier vor sich rumgammelt. Da ist gesperrt. Warum ist da gesperrt? Oder ist das das Sprengstoffding da? Dieses Sprengstoff. Ja. Das kann natürlich sein. Mach langsam. Also hier ist abgesperrt direkt. Ich war zwar schon mal hier zum Bilder machen, habe ich auch schon erwähnt, aber ich war noch nie so weit hinten. Also das ist mir alles neu hier. Hier ist noch Wasser. Es geht noch weiter runter. Ja, wir haben das Problem, dass das gerade mega groß ist. So richtig groß. Ab und zu sehen wir Markierungen, wir haben uns jetzt welche ausgemacht von Leuten, die schon mal hier waren. Aber die sind halt sehr rar hier gerade. Völlig doch, da drüben ist was Schwarzes. Wir gehen mal hier kurz gucken. Auf jeden Fall waren hier Maschinen. Man sieht ja hier, da, dass hier Maschinen waren.
Das sieht auf jeden Fall mega krass aus hier. Und ich glaube, die Taschenlampe macht schon wieder schlapp. Nee, doch nicht. Was ist denn das? Das sieht zerlegte Lok oder was? Krass. Guckt euch das an. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Hier geht es auf jeden Fall runter. Hier hinten geht es weiter. Da kommt ja so ein riesen Ding daher. Ich gehe mal ein Stück weiter runter. Schaut euch das an. Das ist ja Hammer. Das ist eine Entlüftung hier, gell? Ja. Könnte eine Entlüftung sein. Und dann hier haben wir noch so eine mega Schaufel, Freunde. Guckt euch das an, das Ding ist wirklich riesig. Wieso? Wo war ich denn da? Hier sind nochmal so viele. Die Schaufel, da hinten geht es auch weiter. Was ist denn das für ein Gerüst? Ich wüsste auch nicht. Hier ist auf der Seite hast du eine Leiter. Das könnte sein. Mal erklären von euch Zuschauern bitte, was das ist. Das sieht aus wie eine Flasche und da ist noch gutes Kreuz drauf. Da. Aber vielleicht sieht ja Jens das Video. Jens, erklär mir das mal. Was ist das? Überall diese Gesperrtschilder. Mhm. Gehen wir ein Stück weiter hinter. Und überall Bierflaschen. Es nervt einfach nur. Da trinkt einer gerne Köstholzer. Da sind wir ja fast am Eingang, oder? Ja. Okay, dann haben wir es gleich geschafft, Freunde. Sind wir fast durch. Wo ist jetzt hier? Oder? Da geht's zum Ausgang. Genau. Wir sind noch nicht ganz draußen. Stimmt, hier geht der Berg ab. Gut. Das ist die Stelle, wo es dann zum unteren Bergwerk geht. Hier läuft der Wasser hin. Gut, okay. Da geht's raus, Leute. Wir sind gleich wieder draußen. Es sei denn, wir sind gleich da nass. Aber auf jeden Fall, da ist der Ausgang. Wir sind draußen, da hinten kommt der Entity angewatschelt. Alle unverletzt, bis auf Entity. Ja, das ist halt so. Das ist Berufsrisiko. Nein, das ist scheiße. Und? So, falls euch das Video gefallen hat, ich guck voll in die Sonne, dann lasst gerne ein Abo da. Aktiviert kostenlos die Glocke und lasst gerne ein nettes Kommentar da. Bisschen was für Mitleid für Anthony vielleicht. Da geht es ihm vielleicht ein bisschen besser. Schade, Christian, dass du nicht dabei warst. Ärgert mich, aber Familie geht vor. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin sagen wir auf morgen, bis Wiedersehen.